Hallo und herzlich willkommen bei Sehen statt Hören. Auch heute setzen wir unsere Zeitreise fort. In der letzten Woche haben wir gesehen, wie aktiv die Gegner der Gebärdensprache waren und wie sie dafür auf die Straße gegangen sind. Aber auch die Befürworter der DGS versammelten ihre Anhänger und formulierten ihre Forderungen auf einer großen Demonstration. Die abschließende Kundgebung war ganz zentral, mitten in Hamburg auf dem Rathausmarkt. Wer damals dabei war, erinnert sich noch heute an einen echten Gänsehautmoment. Deutsche Einsendungen während der Live- und aktuellen Nachrichtensendungen. Recht. Gebärdensprache als Sprache anerkennen und die entsprechenden Verwaltungsgesetze einfügen. Was eigentlich der Grund ist. Ich denke, alle wissen schon, dass Gebärdensprache da ist, dass sie eine richtige Sprache ist, dass wir uns gleichberechtigt fühlen mit dieser Sprache. Das Problem, aber selbstverständlich sind wir natürlich bereit, mit den Hörenden zu sprechen und für die Hörenden sprechen zu üben. Das ist natürlich klar. Wir akzeptieren auch ihre Sprache, selbstverständlich. Wir wollen also nicht die andere Sprache zugunsten der Gebärdensprache rausschmeißen. Das nicht. Wir wünschen uns beide Sprachen, Gebärdensprache und Lautsprache. Die sind gleich wichtig und gleichberechtigt. Interessant. Auf einem der Plakate stand: Ohne Gebärdensprache keine Kultur der Gehörlosen. Sprache und Kultur sind eng miteinander verbunden. Sprache ist der Schlüssel zur Identität und zum Selbstbewusstsein. Das gilt auch für alle anderen Sprachen. Erst mit dem wissenschaftlichen Beweis, dass Gebärdensprachen richtige Sprachen sind, konnte sich in der Gebärdensprachgemeinschaft ganz allmählich ein Bewusstsein für unsere ganz eigene Kultur entwickeln. Auf die Frage, gibt es eine Gehörlosenkultur, haben wir eine interessante Antwort gefunden aus dem Jahr 1991 von Friedrich Waldo. Ob es sie gibt, das ist schwer zu sagen, aber wir sehen überall, wo die Gebärdensprache anerkannt ist, da gibt es auch viel Gehörlosenkultur. Ich habe zum Beispiel amerikanische Theater gesehen, amerikanische Gehörlose, die künstlerisch sehr wertvolles Theater machen. Sie kamen auch nach Deutschland, waren hier auf Tournee und haben auch bei Hörenden mit Gebärden viel Anklang gefunden. Wenn die Sprache als Grundlage aller Kultur gepflegt, gefördert und entwickelt wird, dann entwickelt sich auch eine eigene Gehörlosenkultur. Hier bei uns gibt es sie erst an einigen Stellen, zum Beispiel die Maler Fricke oder Fischer, die gehörlos sind, haben ihren eigenen Stil. So wie sie malen, so kann kein Hörender malen. Das sind deutliche Zeichen von Gehörlosenkultur. Im Theater, in der Malerei, im Sport, wenn Gehörlose von der Essener Ballettgruppe tanzen, ohne die Musik zu hören und doch gleichmäßig im Rhythmus sich bewegen, das ist auch Gehörlosenkultur. Und alle, die an Volkshochschulen Kurse geben, Gehörlose, die zu verschiedenen Themen in Gebärdensprache Kurse geben, sodass es alle mitbekommen.
Viele, viele Gehörlosenkurse sind eingegangen, weil die Lehrer nicht Gebärden benutzt haben. Dann bleiben die gehörlosen Hörer weg. Wenn aber die Gehörlosen selbst die Kurse machen, dann halten diese Kurse jahrzehntelang, wie in Straubing, München und Berlin. Sie bleiben immer bestehen als Zeichen von Gehörlosenkultur. Und darum brauchen wir zuerst die Anerkennung der Gebärdensprache und ihre Förderung, dann wird diese Kultur noch steigen. Zu dieser Zeit entstanden überall in Deutschland Kurse, Vorträge, Workshops und Seminare. Das Thema damals war natürlich die Gebärdensprache. Das Bedürfnis nach Information und Aufklärung über Gebärdensprache war extrem hoch. Und die Akteure damals hofften natürlich, den Streit zwischen DGS und LBG durch Information über Gebärdensprache versachlichen zu können. Anfang Juni 1991 lud der Deutsche Gehörlosenbund zu einem Wochenendseminar mit dem Thema Neues Selbstbewusstsein der Gehörlosen ein. Das Seminar war sehr gut besucht. Und neben mir sitzt Frau Käthe George. Sie ist die Vizepräsidentin des Deutschen Gehörlosenbundes und zugleich auch Leiterin des Fachausschusses für Gebärdenfragen. Und ich möchte Sie fragen, welche Aufgaben und welche Ziele hat dieser Fachausschuss für Gebärdenfragen? Unsere Aufgabe ist besonders Aufklärungsarbeit. Das Ziel ist die Anerkennung der Gebärdensprache. Gut, dieses Seminar hat das Thema neues Selbstbewusstsein. Warum heißt es eigentlich neues Selbstbewusstsein? Früher haben sich die Gehörlosen keine Gedanken gemacht über ihre eigene Sprache. Aber heute melden sie immer mehr Rechte auf ihre Sprache an. Und darum sind die Themen hier: Was ist Gehörlosigkeit? Was ist Gebärdensprache? Wie sieht es mit der Identitätsfindung aus und so weiter? In Bonn hatten sich bekannte Referentinnen und Referenten versammelt. Heiko Zienert, der einen Vortrag über Geschichte und Gegenwart der Gehörlosenkultur hielt. Jürgen Stachlewitz, der damals noch Gastmoderator bei Sehen statt Hören war, hielt den Vortrag »Welche Sprache benutzen Gehörlose?« Und Gertrud Malli erklärte an ausgewählten Beispielen, was ist Gebärdensprache, um nur einige zu nennen. Sie alle waren damals Mitglieder des Fachausschusses für Gebärdensprache. In einer Gesprächsrunde wurden sie mit allgemeinen Vorurteilen und Vorbehalten zur DGS konfrontiert. Hier stelle ich Ihnen den Fachausschuss für Gebärdenfragen vor. Die Mitglieder sind hier vollzählig vertreten. Es sind 7 Personen und ich habe die Gelegenheit, an Sie Fragen zu stellen. Hier auf diesem Blatt habe ich einige negative Bemerkungen aus der Öffentlichkeit gesammelt. Die erste Bemerkung lautet: DGS ist schlechtes Deutsch. Es ist nur wie eine Kurzform oder wie gebrochenes Deutsch. Es sind viele Wörter weggelassen. Es ist eine reduzierte Sprache. Stimmt das? Also sind die Wörter wichtig oder ist der Inhalt wichtig? Das ist doch die Frage. DGS ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Wörtern. Man muss alles im Zusammenhang sehen. Das ist wichtig. Die Hände, den Körper, das Gesicht, auch das Mundbild. Ein Beispiel für einen Satz aus der DGS. Der Mann ist nach Hamburg gefahren. Das sieht aus, als ob es nur 2 Wörter wären, Mann und Hamburg. Der deutsche Satz hat im Vergleich dazu mehr Wörter. Der Mann ist nach Hamburg gefahren. Das sind 6 Wörter, also mehr, das ist klar. Aber erstens, in der DGS ist das Verb schon inbegriffen.
nach Hamburg gefahren, dafür braucht man kein eigenes Wort. Das verstehen Gehörlose schon, der Inhalt ist für sie klar. Zweitens ist gefahren. Damit wird im Deutschen die Vergangenheit ausgedrückt. In der DGS kann man zum Beispiel sagen, der Mann ist vor kurzem erst nach Hamburg gefahren oder der Mann ist schon nach Hamburg gefahren. Drittens, das Wort nach ist ebenfalls schon im Inhalt inbegriffen. Der Mann ist nach Hamburg gefahren. Das wird durch die Richtung angezeigt. Viertens, der Mann. Den Artikel braucht man nicht. Nur wenn man betonen will, der Mann fährt nach Hamburg. Das bedeutet also, der ganze Zusammenhang ist wichtig. DGS ist eine eigene Sprachform, eine eigenständige Kommunikationsform, die man als Ganzheit sehen muss. Man kann nicht nur einzelne Wörter herausgreifen. Ich empfehle, sich das ganz genau anzuschauen und zu beobachten, wie das gemacht wird. Das ist meine Antwort darauf. Dann zum nächsten Punkt. DGS ist nur für spracharme Gehörlose. Stimmt das? Wenn zum Beispiel behauptet wird, DGS, das ist nur für Gehörlose, die nicht intelligent genug sind, um lesen und schreiben zu können und so weiter. Wer möchte darauf antworten? Diese Frage ist absurd. Viele hochintelligente Gehörlose benutzen DGS, um über tiefgehende Themen, abstrakte Gedanken, Gespräche zu führen. In dieser Sprache fühlen wir uns wohl, entspannt und ungezwungen. Da kann man von spracharmen Gehörlosen wohl nicht mehr sprechen. Ja, das ist klar. Und jetzt zur nächsten negativen Bemerkung. DGS ist ohne Mundbild. Da gibt es Leute, die sagen, DGS, da ist der Mund wie zugenäht, da wird nur so mit den Händen gestikuliert. Stimmt das? DGS soll ohne Mundbild sein, da muss ich mich schon wundern. Das stimmt nicht, es ist Mundbild dabei. In der Gebärdensprache werden Wörter aus der Lautsprache übernommen. Ich zeige ein Beispiel. Ich fahre mit dem Auto über den Berg. Oder ein anderes Beispiel. Bruder und Schwester. Nur die Gebärde allein, das geht hier nicht. Das Mundbild muss dabei sein. Ja, ihr wisst ja, die Leute, die sich in Gernsbach getroffen haben, die behaupten, DGS ist nicht die überwiegend gebrauchte Sprache der Gehörlosen. Sie behaupten, DGS ist nur ein kleiner Teil neben LBG oder nonverbaler Kommunikation, Mundablesen und Fingeralphabet. Stimmt das? Dass DGS nur ein Teil ist? Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Für uns alle hier ist klar, dass man trennen muss zwischen zwei Sprachen, der Lautsprache und der Gebärdensprache. Warum muss man das trennen? Die Lautsprache hat ihre eigenständige Grammatik und die Gebärdensprache hat eine andere eigenständige Grammatik. Es ist anders. Das Fingeralphabet kann man sowohl mit der Gebärdensprache als auch mit der Lautsprache zusammen benutzen. Dann, die NVK kann bei beiden vorhanden sein als Element. LBG, was ist das? Sie gehört mehr zur Lautsprache, wird mit der Lautsprache zusammen benutzt. Es werden Wortbegriffe mit Gebärdenzeichen aus der DGS unterstützt, aber es bleibt die Lautsprache. Es ist ein Hilfsmittel, das ist etwas anderes. Es ist auch auffallend, wenn man Gehörlose beobachtet, dass sie wesentlich mehr Gebärdensprache untereinander benutzen. Das ist so. Ja, was jetzt kommt, das passt für dich. Viele Gehörlose sagen, DGS, die kommt aus Hamburg, das ist nicht von uns. Und du bist ja aus Hamburg, du bist dort Mitarbeiter im Gebärdenzentrum. Stimmt das?
Ja, es stimmt, dass Gehörlose und Hörende oft nicht genau über die Forschungsarbeit im Zentrum Bescheid wissen. Sie glauben, dass wir hier wie in einem Chemielabor arbeiten und was dann herauskommt, das sind Hand- und Gebärdenzeichen, die wir dann verkaufen. Oder dass wir darüber bestimmen, diese Gebärde ist falsch und diese ist richtig, dass wir darüber entscheiden. So ist es nicht. Was mache ich für eine Forschungsarbeit? Die Gebärdensprache, die es überall gibt, im Norden, im Süden, wird mit Videoaufnahmen gesammelt und erforscht, in verschiedene Töpfe aufgeteilt und dann sprachwissenschaftlich analysiert und kategorisiert. Und davon machen wir Bücher, die wir verkaufen. Wir legen die Ergebnisse vor, ganz neutral, ohne jeden Zwang. Der beste Beweis ist, wir haben eine Umfrage unter Wissenschaftlern gemacht zur Anerkennung der Gebärdensprache. Unter Forschern, die an Universitäten arbeiten. Bis heute haben 220 Wissenschaftler aus ganz Deutschland, zum Beispiel aus Köln, Aachen, München und anderen Großstädten, für die Anerkennung der Gebärdensprache unterschrieben. Das ist alles saubere Arbeit. Ja, das wäre also klar. Zur nächsten Frage. DGS bedeutet deutsche Gebärdensprache, aber viele Gehörlose lehnen das Wort Deutsch ab. Sie sagen Gebärdensprache. Das sind nur verschiedene Gebärdendialekte. Darum wollen Sie die Bezeichnung Deutsch nicht akzeptieren. Was meint ihr dazu? Das Wort Deutsch im Zusammenhang mit der Gebärdensprache, das hat schon seine Richtigkeit. Es gibt nationale Gebärdensprachen, zum Beispiel in Amerika die ASL und hier in Deutschland eben die deutsche Gebärdensprache. Natürlich gibt es auch hier Dialekte, bei denen die Gebärdenzeichen verschieden sind. Aber die Gehörlosen aus den verschiedenen Dialektgebieten verstehen sich untereinander in der Gebärdensprache. Wenn ein Amerikaner zu uns kommt, versteht er diese Zeichen nicht. Gut, ich danke dir. Einige denken, wenn DGS offiziell anerkannt ist, dann hat das gefährliche Folgen, dann ist das eine Gefahr für die Integration, weil man sich dann von der Lautsprache entfernt und von Dolmetschern abhängig wird. Stimmt das? Aber wieso denn? LBG beherrschen nur sehr wenige Gehörlose. Die meisten benutzen die Gebärdensprache. Wenn ich ohne Dolmetscher bin, dann fühle ich mich unsicher. Ich komme nicht durch, es klappt nicht mit der Kommunikation. Mit Dolmetscher fühle ich mich selbstständig und unabhängig. Ich kann mehr erreichen und ich schaffe mehr. Kann mich in der Kommunikation mit Hörenden besser durchsetzen. Danke. Jetzt zu dir. Du hast in deinem Vortrag vorhin gesagt, dass gehörlose Vereins- oder Verbandsführer im kleinen Kreis unter Gehörlosen DGS verwenden, aber wenn sie auf der Bühne stehen und eine Ansprache halten, dann glauben sie, es ist wichtig, nur in ganz tollen deutschen Sätzen mit LBG zu sprechen. Warum gebärden Sie da nicht so wie mit anderen Gehörlosen? Was meinst du? Ja, da gibt es leider falsche Vorstellungen. Verbandsvorsitzende glauben oft, man soll nur begleitend gebärden. Das ist besser, wenn viele Leute zuschauen und nur untereinander plaudern sie dann. Das ist nicht bei allen so. Manche können nur LBG und machen deshalb keine DGS. Das ist okay, aber es ist nicht gut, wenn man unschlüssig ist. Ich meine, dass Gehörlose in Zukunft viel mehr und viel selbstbewusster die deutsche Gebärdensprache in der Öffentlichkeit verwenden sollten, damit sie sich verbreitet. Das ist sehr wichtig. Von heute aus betrachtet ist die Kritik an der DGS von damals nur noch schwer vorstellbar. Der Kampf um die Anerkennung der DGS war ein langer und intensiver Kampf, der mit großen Widerständen verbunden war. Nochmals zurück zu Friedrich Waldo, der auch gesagt hat, überall, wo es Gebärdensprache gibt, gibt es auch Gehörlosenkultur. Im November 1991 fand in Berlin das erste Gebärdensprachfestival, die Goldene Hand, statt.
Da hatte ich die Idee, über die Demos in Leipzig zu erzählen. Dort waren vor 2 Jahren viele riesengroße Demonstrationen. Es war ein ungeheurer Menschenauflauf. Bewaffnete Polizei und Staatssicherheitsdienst standen einsatzbereit, aber wir haben nicht locker gelassen und wir haben gewonnen. Die Partei hat verloren. In Berlin waren West und Ost durch die große Mauer getrennt. Da kamen Bagger und haben die Mauerteile hochgehoben unter dem Blitzlichtgewitter der Kameras und dem Jubel der Menge. Die Gebärdensprache ist unsere Sprache, die Sprache der Gehörlosen. Und viele wissen gar nicht, was es bedeutet, Gebärdensprache. Und wir wollen die Gebärdensprache ein bisschen fördern, auch kultivieren. Weil die Gebärdensprache eine richtig schöne Sprache ist und deshalb möchten wir den Wettbewerb veranstalten. Es gibt zum Beispiel auch andere Wettbewerbe, Schriftstellerwettbewerbe oder den Goldenen Bären. Und über die Gebärdensprache gab es bis jetzt keinen Wettbewerb. Und deswegen möchte ich versuchen, die Anhängerschaft und auch die Anerkennung der Gebärdensprache ein bisschen zu fördern. Am Abend kämpfen 18 ausgewählte Teilnehmer und Teilnehmerinnen um die goldene Hand. Gunther Puttrich führt durch das Programm. Schaut mal, wie stark diese Frau ist. Oh nein, ich habe Angst. Schaut euch mal meine Hände an. Was sind sie? Sie sind das beste und das wertvollste Werkzeug für die Kommunikation. Sie sind meine natürliche Sprache, in der ich mich völlig frei fühle. Jetzt sind wir im Saloon, durch dichte Rauchwolken hindurch, sehen wir an der Bar einen Cowboy mit Lederzeug und Colt-Taschen. Er trägt einen vornehmen Anzug und lehnt an der Theke. Er winkt dem Barkeeper, der bringt schnell die Whiskyflasche herbei. Der Cowboy grinst und lässt seine Blicke durch den Raum schweifen. An einem runden Tisch sitzen Kartenspieler. Ein pockennarbiger Kerl mit dicker Zigarre und hochgekrempelten Ärmeln teilt die Karten aus. Adam und Eva treten durch das Himmelstor. Die Engel stehen Spalier. Sie gehen bis zum Thron, auf dem hoch droben Gott sitzt. Gott schaut mit strengen Augen herab und sagt: Ihr habt im Paradies ein so schönes Leben gehabt. Aber durch diese Geschichte mit dem Apfel habt ihr alles verdorben. Geht mir aus den Augen, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Voller Scham und Reue schleichen die beiden davon. Da sehen sie einen Engel. Sie fragen ihn: Woher hast du dieses schöne Gewand? Der Engel antwortet: Nein, das ist nichts für euch. Er reicht ihnen Kleider aus einem Koffer. Oh, sind die hässlich. Und wie gefällt's dir? Also ich denke, die Konkurrenz bei den Hörnern ist unsinnig. Also wenn Gehörlose da sind, ist es mir viel wohler. Ich meine auch, es ist viel besser, dass es die Gehörlosen selber mal gebärden und mal selber zeigen,
was los ist. Bei den Hörnern ist immer der Abstand da, ich kriege immer nicht alles mit und es ist für mich hier viel interessanter. Also mir gefällt es toll, ich finde es total gut. Es ist das erste Mal und ich fühle, dass die Gehörlosen gleichwertig sind, dass sie auch ein Festival veranstalten können. Also ich bin erstaunt, dass hier zum Gebärdenfestival so viele Leute gekommen sind und dass es so gut klappt, dass man sich so gut versteht. Ich finde es ganz toll. Ich bin begeistert und ich hoffe, dass es in Zukunft weiter so geht und dass die Goldene Hand wieder vergeben wird und dass das Festival so weitergeht. Käthi George, Ulrich Haase und Reinhard Kunze verleihen die Preise. Gewinnerin der Goldenen Hand ist Johanna Weber aus München. Die Silberne Hand erhält Susanne Tellschaft aus Hamburg. Und die Bronzene Hand Doris Geist aus Hamburg. Die Männer werden getrennt ausgezeichnet. Olaf Tischmann aus Hamburg gewinnt die Goldene Hand. Der zweite Preis geht an Pierre George aus Bremen. Und der dritte Preis an Matthias Mauersberger aus Leipzig. Die Goldene Hand wurde bis 2010 insgesamt 7-mal verliehen. Dass wir unsere eigene Kultur haben, hat sich im Selbstbewusstsein der Gebärdensprachgemeinschaft inzwischen fest verankert. Auch dadurch wurde die Identität der Gehörlosengemeinschaft mehr und mehr gestärkt. Allen, die dafür gekämpft haben, gilt unser Respekt und unser Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Yeah.